Okay, Leute, ich habe was Krasses. Und zwar habe ich mir den Sound Blaster, ich weiß gar nicht, Creative Sound Blaster G9 gekauft. Und das ist echt eine Nase. In der Lobby wirst du wahnsinnig. Du hörst die Schritte ultra weit. Ey, das ist echt crazy. Oh mein Gott, Leute, das ist wirklich krass. Die Soundqualität, ich habe vorher immer mit einem Focusrite Scarlett als externe Soundkarte gespielt. Weil ich diese externe Soundkarte brauche für mein XLR-Mikrofon. Für mein Shure SM7B. Und jetzt habe ich mir nochmal als zusätzliche Soundkarte fürs Gaming nur diesen Soundblaster von Creative gekauft. Ja, kostet 100 Euro. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit dem Ding spiele. Was kommt da noch eine runter? Sieht eigentlich harmlos aus erstmal, oder? Ich glaube, dass da irgendwie eine künstliche Intelligenz noch am Werkeln ist. Das Scope nehmen wir. Hört sich anders an. Ich finde, von der Soundqualität ist es nicht so gut wie. Das nehmen wir ja nicht lange. Neben mir ist einer gelandet. Es ist krass, wie man das hört. Es hört sich ganz anders an, das Game. Okay, da muss ich mich dran gewöhnen. Ich höre einen. Ich kann aber nicht sagen, von welcher Richtung er kommt. Er steht. Oh mein Gott, das ist krass. Er steht. Er bewegt sich nicht. Er lootet wahrscheinlich gerade. Ey, das ist wirklich crazy, der Soundunterschied. Ich habe Angst, dass mir die Ohren wegbläst. Okay, der war ein Bot. Es bläst einem nicht die Ohren weg. Es bläst einem nicht die Ohren weg. Nice. I'm happy. Soundqualität ist nicht so gut wie der mit dem Scarlett. Das hört sich irgendwie komisch an, der Sound. Aber das ist völlig irrelevant, weil du die Gegner halt echt ultra viel besser hörst. Nein, die brauchen wir. Es hört sich voll komisch an. Glaube ich höre einen.
Okay, Leute, das ist echt eine miese Nummer. Haben sie eigentlich die AKM jetzt schon verbessert oder? Du brauchst keinen Soundlock mehr. Soundlock ist vorbei. Ultra crazy. Okay, also ich bin noch nicht ganz drüber hinweg. Sieben, sechs, so tun wir weg. Die Knarre tun wir weg. So. Zum ersten Mal bin ich in dem Game in der Zone. Okay, passt. Lass mal so erstmal. Wenig Munition. Lass mich mal schnell in die Tagesmission schauen. First Aid Kits. Revive. Zwei Teammates, das ist schwierig. 100 Health. 700 Meter fahren. Ich höre entgegen. Ich höre Gegner. Das Ding ist schon echt fies. Also das Ding ist einfach. Der Kopfhörer ist krass. Sie halt schon gerne hätte, wäre noch eine Mini. Wo kriege ich jetzt eine Mini her? Wirklich? Es ist wirklich fucking unbelievable. Es ist ultra unfair. Ich weiß nicht, ob ich das Video später hochlade. Ich bin mitten in der Zone, ich habe wieder so ein Schweineglück, das ist unglaublich. Es hört sich wirklich, ich finde, es hört sich nicht so gut an wie mit meinem Soundblaster. Aber sorry, mit meiner externen Soundkarte, aber es ist völlig wurscht, weil der Vorteil einfach alles aufwiegt. Unten ist einer. Ich höre ein Auto. Unten ist einer. Hier unten war noch irgendwo einer. Wo? Jetzt kriegt er an. Ja, war ein Gegner, war ein Bot. Also ich spiele FPP, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich mit vielen Bots rechne, aber es ist so. Ich brauche noch eine Mini, haben wir gesagt, ne? Es ist krass, wie du die Gegner hast. Es ist wirklich, es ist witzig.
Ich bin nicht. Es ist. Okay, warte mal ganz kurz. Ich tue ein bisschen mal das nochmal. Ich will eine Mini. Okay, eine Mark 12 nehme ich auch. Aber eine Mini hätte ich lieber. Flugzeug. Ey, das Game verändert sich krass dadurch, wenn du eine, wenn du diesen Soundblaster hast, wirklich. Das Game verändert sich dadurch echt krass. Ich habe halt auch unglaubliches Glück mit der Zone, was geht. Also heute läuft es eben. Okay, ich habe aber nur ein Vierer-Scope. Tada. Ist gestorben. Das hört sich komisch an, das Game. Ich frage mich, ob es noch Equalizer oder sowas gibt. Ein Equalizer oder sowas? Also alle, die ich bisher gekillt habe, hatten eigentlich keine Chance, weil sie wahrscheinlich nicht gewusst haben, dass ich da bin. Echt, das ist ganz ehrlich, wie krass ist das? Ich bin immer noch nicht drüber hinweg, Leute. Sorry, ich muss das jetzt noch kurz, ich muss das noch kurz verarbeiten. Können eigentlich für immer und ewig hier hocken bleiben. Es hört sich ein bisschen an wie Tarkov, finde ich. Durch dieses Upgrade, oder was heißt Upgrade? Durch diesen anderes, durch diese andere Soundkarte. Ich finde, hört sich ein bisschen an wie Tarkov. Da ist ja mein Vertical Foregrip, den habe ich gesucht. Was ich noch brauche. Zum glücklich sein. Ne, passt eigentlich. Ich bin eigentlich happy, ne? Phase 3. Noch 27 am Leben. Ach, da ist das Elektroauto. Das könnte man nehmen. Der hat es jetzt auch nicht so drauf, glaubt der Dude. Aber ich muss den Ultra auftreffen.
Ich nehme das Auto nur aus einem Grund, weil ich es nehmen muss, weil es eine Mission, weil es Teil der Mission ist. Ich muss 700 Meter fahren mit dem Auto. Das ist der einzige Grund, wieso ich die Karre nehme. Es ist ultra leise. Es ist wirklich lächerlich leise, das Ding. Da liegt was. Ah, ne. Jetzt bin ich nochmal ganz kurz. Jetzt liege ich direkt neben dem Auto. 100 Health. 700 Meter. 200 Meter bin ich gefahren. Nicht weit genug. Ich bin noch nicht ganz fit mit dem Soundblaster. Wenn man viele Spiele schon gespielt hat, dauert es eine Weile, bis man sich an einen neuen Sound gewöhnt. Aber das Ding hat, auch wenn die Soundqualität nicht die gleiche ist wie bei einer Hi-Fi-Soundkarte, wirklich nicht die gleiche Soundqualität. Es hört sich irgendwie blechernah an. Hast du so viele Vorteile durch das Ding, weil du einfach die Gegner aus 3 Kilometer Entfernung hörst. Ich habe oft, glaube ich, Leute als Cheater getaggt, obwohl sie vielleicht nur durch den Sound wussten, wo ich bin. Es ist schwer zu sagen. Ich spiele anders. Ich spiele, glaube ich, jetzt anders, weil ich einfach weiß, dass es sowas gibt. An der Stelle Shoutout an Comp Mode. Ohne den hätte ich das gar nicht gewusst. Also danke auch nochmal und kommt bei mir in den Discord-Server, weil das wirklich krass ist. Der Unterschied ist wirklich krass. Es ist ein bisschen Tarkov-Style vom Sound her. Da unten hat das Ding schon gelootet. Hat das Ding schon gelootet? Er weiß nicht, dass ich glaube nicht, dass er weiß, dass ich das Auto habe. Das Ding ist geil. Der Bro ist da oben, oder? Nee. Kappen. Die Karre ist halt auch ultra leise, also ich bin schon ganz schön sneaky unterwegs gerade. Aber um ehrlich zu sein, sneaky unterwegs zu sein, ist einfach die Lebensversicherung in dem Game. Ey, die 100 Euro für die Soundkarte, das Ding ist in Zukunft. Mein, das werde ich nicht mehr hergeben, Mann. Hören links, hören Auto. Links. Da liegt der Tote, das hilft mir jetzt nichts, das interessiert mich nicht. Noch 9. Ich muss aufpassen. Wenn ich jetzt, es ist halt Skill-Based Matchmaking und ich glaube, ich muss aufpassen, wenn ich jetzt 7 Chicken Dinner gewinne, hintereinander, dann werde ich irgendwann in Lobbys geschmissen, in denen ich echt keinen Spaß mehr habe. Deswegen spiele ich manchmal absichtlich schlecht.
wo sind denn die restlichen Dudes? Noch 7. Es ist wie Tarkov, man. Es hört sich so an wie Tarkov, das Game jetzt. Es hört sich an wie Tarkov. Hier gefällt es mir nicht. Es ist so wie Tarkov. Papp Tarkov. Flugzeug. Exakt an der Zonengrenze bin ich. Also ich finde auch, dass sich die... dass das Verhältnis von Cheat zu legaler Hardware, die einfach krassen Vorteil bringt, dass sich das immer mehr verschiebt. Ne? Das muss man echt sagen. Wo ist das Flugzeug? Ich hab's gehört, aber ich sehe es nicht. Boah, ich bin zu weit vom Boden. Vor uns wird geballert. Noch 4. Noch 3. Ist einer drin. Ist einer drin. Der Sniper-Dude ist noch da und ist noch einer im Haus. Haben wir eine Flashbang, haben wir nicht. Schade. Wir müssen noch kurz hier chillen. Muss irgendwann raus. Kommt hier raus, links. Rechts. Da ist noch irgendwo so ein Sniper-Dude. Jetzt muss er aus dem Haus raus. Ich weiß, dass er da drin ist. Jetzt haben wir einen. So. Oh, das war dumm. So, wo ist der letzte? Hat eine Sniper. Und macht Headshots. Ich weiß, dass das eine Sniper hat und dass er Headshots macht. Und ich weiß, dass er wahrscheinlich kein Anfänger ist. Mal Level 3 gehen, oder? Ach, die AWM. Was? Das sieht mich noch? Sieht nicht so aus, oder?
Er hat mich gesehen. Er ist rechts von mir. Schnell. Er hat keine Granaten. Ich habe auf den anderen Helm geschossen, hab das gesehen. Da war ein Helm oben auf diesem Heuballen gelegen. Da habe ich drauf geschossen, aber der war gar nicht. Aber dann habe ich ihn auch noch erschossen. Also war am Schluss dann alles gut. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Sound Blaster 6. Ich sag's euch, crazy shit. Heißt das Sound Blaster 6? Ich glaube schon. Ey, dieses Ding, das gebe ich nicht mehr her. Crazy stuff. Danke fürs Zuschauen. Passt auf euch auf. Like und Subscribe-Button, ihr kennt das alles. Macht's gut. Ciao, ciao.